Sehr schönen guten Abend, meine Freunde. Hier wieder ein Video von mir, neues. Und mein heutiges Thema lautet Glaube ohne Werke. Ja, das ist so. Ich kenne sehr viele Menschen, die von sich behaupten zu glauben. Es gibt aber auch einige davon, die sich dann den ganzen Tag in ihr stilles Kämmerlein verziehen, verstecken und meinen, das wäre alles so korrekt, dass sie jetzt in den Himmel, ins Paradies einfahren, und das ist ein Irrglaube. Die machen dann nichts, also die versuchen nicht andere Menschen zu retten, sondern sind jetzt in dem Glauben, dass sie selig sind. Und damit hat sich das Thema. Alles andere interessiert die dann nicht mehr. Kenne ich wirklich welche. Und die Bibel sagt natürlich was ganz anderes. Ich habe mir mehrere Stellen gekennzeichnet. Zum Beispiel, die eine der wichtigsten ist aus Jakobus 2, 3, 26. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Das heißt, genau das, was ich eben sagte. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Offenbarung hatte und ich habe Jesus gehört oder ich hatte prophetische Träume oder habe Gott gespürt und erzähle niemand davon und versuche niemanden zu Jesus zu führen oder versuche andere Menschen auch zu Gott zu führen, dann nützt mir dieser Glaube gar nichts. Und dann wird so sehr wahrscheinlich wird mir Gott auch diese Erkenntnis wieder wegnehmen. Und ich werde dann natürlich nicht ins Paradies eingehen. Das ist genauso wie in der Parabel von dem Chef, der seinen Leuten, drei Leuten, jeden etwas Geld gegeben hat und gesagt hat, wenn ich wiederkomme, vermehrt das Geld. Und zwei davon haben es vermehrt und einer davon hat es vergraben und seinem Meister das so wiedergegeben und dachte jetzt, das wäre okay. Also es hat sich nicht vermehrt, es ist einfach da, genau da geblieben, wo es war. Es war, sagen wir mal, 1 Euro. Und er kommt wieder und kriegt 1 Euro zurück. Und genauso ist das mit dem Glauben. Wenn Gott dir Erkenntnis gibt oder Jesus dir Erkenntnis gibt, du merkst plötzlich, du verstehst Dinge aus der Bibel, die du früher nie verstanden hast. Oder du siehst Dinge auf der Welt. Oder du hast prophetische Träume. Und du weißt, dass das nicht einfach nur ein Traum ist, sondern dass Gott dir eine Gabe gegeben hat. Oder es kann auch was anderes sein, zum Beispiel, dass du Menschen heilen kannst. Und du nutzt das nicht. Dann hat Gott dir diese Gabe umsonst gegeben und er wird dir alles nehmen. Da ist die Bibel rigoros. Ich habe die Stelle jetzt nicht gekennzeichnet mit diesem Gleichnis, aber ist egal, ich wollte das auch jetzt hier mal vorlesen, um das noch ein bisschen zu verdeutlichen. Das ist auch nochmal Jakobus und da heißt es, so auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist er tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust wohl daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du aber erkennen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Ganz genau, das ist nämlich der Punkt, den ich vergessen habe zu erwähnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich glaube an Gott, dann bin ich nicht gerettet. Denn der Teufel glaubt auch an Gott. Er ist nicht gerettet. Der Teufel kennt die ganze Bibel auswendig. Der kann die vorwärts und rückwärts zitieren. Das wissen wir ja. Da hatte ich auch ein Video drüber gemacht. Als Jesus 40 Tage durch die Wüste lief und fastete. Und womit hat der Teufel versucht, ihn zu verführen oder zu verunsichern? Indem er die Bibel zitiert hat, indem er die Schrift zitiert hat. Und Jesus brauchte darüber gar nicht lange nachdenken. Er kannte die Tricks Satans. Er brauchte es nicht seine Meinung zum Besten geben, denn er hat einfach ebenfalls mit der Schrift gekontert.
Und deshalb, das ist wichtig, zu wissen, dass Gott existiert, ist erst der halbe Weg. Danach müssen dann, sollten dann die Werke kommen, wenn auch die Satanisten wissen, dass es einen Gott gibt. Auch wenn die glauben, dass deren Gott Luzifer ist. Aber auch Satanisten kennen die Bibel zum größten Teil auswendig. Deswegen bombardieren die einen auf YouTube oder im Internet mit gefälschten Bibelzitaten, um einen zu verunsichern oder aus der Reserve zu locken oder zu prüfen, ob man wirklich ein Christ ist oder nur irgendein Täuscher. Also wie gesagt, das ist dann, man sollte Werke bringen. Hier ist auch noch eine Stelle, die ich auch noch gekennzeichnet habe, die heißt dann: So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht nur durch Glauben allein. Also Glaube ist schon natürlich wichtig. Das spricht die Bibel ja auch immer wieder an. Auch Jesus sagt da immer wieder zu den Leuten, die er geheilt hat: Dein Glaube hat dich gerettet oder ähnliches. Aber wenn man dann gerettet ist, dann sollte man das auch weitergeben. Und sollte Früchte tragen. Und auch das ist wieder immer wieder ein Symbol, was in der Bibel gerne benutzt wird, dieses Früchte tragen. Denn Gott, wir sind ja wie ein Gefäß, wir sind ja wie der Boden. Und Gott oder Jesus Christus, der pflanzt etwas in uns. Der sät eine Saat, eine gute Saat. Genauso wie der Teufel eine bösartige, schlechte Saat in Menschen sät. Und so wie man im Boden einen kleinen Samenkorn reintut und daraus wird dann zum Beispiel ein Apfelbaum, der schöne Äpfel trägt. Und genauso möchte Gott, dass wir auch zu etwas Schönem werden. Ist kein Apfelbaum, aber wir sollen doch Früchte tragen und den anderen Menschen von Gott erzählen. Wie man das jetzt genau macht, das muss jeder für sich selber wissen. Oder es kann auch sein, dass Gott euch das selber eingibt, wie ihr Menschen zu Jesus Christus führen könnt. Es gibt Leute, die auf die Straße gehen mit Schildern und dort die Rückkehr von Jesus preisen. Das ist natürlich hier in Deutschland ein bisschen gefährlich, weil es natürlich viele extreme Leute gibt, aggressive Leute, die einen dann nicht nur verbal angreifen. Aber das ist natürlich eine sehr gute Art, eine effektive Art, Leute zu Jesus zu bringen, wenn man das kann. Es gibt natürlich jetzt auch Leute, die ein bisschen schüchtern sind oder die ein bisschen in sich gekehrt sind oder jetzt nicht direkt auf die Straße gehen wollen. Da gibt es natürlich dann auch andere Möglichkeiten. Sehr gute Möglichkeit ist es über Internet oder wie ich jetzt zum Beispiel mache mit Videos. Das kann ich eigentlich jedem empfehlen. Und es ist egal, ob ihr gute Redner seid oder nicht, weil das kommt mit der Zeit automatisch. Und viele, die von sich behaupten, sie wären keine guten Redner, die täuschen sich oft. Denn klar, wenn man sich seine eigenen Videos anguckt, man ist einmal ein bisschen selbstkritisch. Das ist so ähnlich wie wenn man sich selbst fotografiert und auch oder seine Stimme hört, denkt man, fast jeder denkt, wow, was habe ich für eine doofe Stimme. Aber das ist uninteressant. Also wie gesagt, man kann dann Videos machen oder man kann einfach Zettel machen, Zettel verteilen. Man kann Musik machen. Jetzt sollte man jetzt nicht unbedingt Hardrock Musik machen oder was weiß ich, Hip-Hop. Das ist keine Musik, die Gott glorifiziert. Aber wie gesagt, vielleicht gibt Gott euch auch selbst ein. Man kann malen, man kann schreiben. Gott weiß genau, wo unsere kreative Ader ist, denn er hat sie uns ja gegeben. Und das kann man dann vielleicht auch mit seinem Glaube in Einklang bringen. Aber wichtig ist, wie gesagt, dass man auch Taten bringt. Und man sollte jetzt als Christ nicht auf die Straße gehen und die Leute so angucken. Das ist dann natürlich auch blöd. Klar, nicht jeder immer. Das hatte ich ja auch schon in dem letzten Video gemacht, dass es natürlich auch schön ist, wenn man mal die Leute, fremde Leute einfach mal anlächelt oder freundlich ist oder behilflich ist. Das sollte man natürlich als Christ auch sein. Man sollte auch nicht für jeden Mist in Rage geraten oder Choleriker sein. Ich war früher sehr cholerisch, habe aber schon daran gearbeitet. Es ist viel, viel besser geworden. Gott hat mir da schon sehr, sehr, sehr viel geholfen. Natürlich auch mir bestimmte
mich auf einen bestimmten Pfad geleitet. Jetzt auch zum Beispiel die Sache mit meiner Frau Michaela. Das war eine Lehrstunde, die ich haben musste. Und es gibt bestimmte Dinge im Leben, die einfach passieren sollen. Und viele Menschen, die fallen dann völlig vom Glauben ab. Das ist natürlich dann blöd. Aber Gott zeigt einen Dinge und oft sind es auch harte Schicksalsschläge, aus denen wir lernen sollen und aus denen wir wachsen sollen und das, was uns näher zu Gott führen kann. Wenn mir das einer vor ein paar Monaten gesagt hätte, dass eines Tages meine Frau in die Psychiatrie landet und ich daraus im Glauben wachsen werde, dann hätte ich das nicht geglaubt, weil ich früher so ein Mensch war. Wenn ich mit bestimmten Schicksalsschlägen konfrontiert wurde, dann wurde ich sehr wütend auf Gott und bin vom Glauben herabgefallen. Diesmal ist es fast passiert, aber im richtigen Moment habe ich dann doch, in einem klaren Moment habe ich dann gemerkt, dass ich daraus lernen soll. Und so war es auch. Ich habe dann in tiefster Demut zu Gott gebetet, zu Jesus Christus gebetet. Und das hat mich wohl auch gerettet. Wer weiß, wo ich dann sonst jetzt wäre. Ich wäre wahrscheinlich wieder zu meinem alten Ich zurückgekehrt, zum absoluten Mr. Hyde. Wäre vielleicht noch schlimmer geworden, wie ich früher mal war. Ja. Insofern, ja, damit kann ich eigentlich schließen. Früchte tragen ist wirklich wichtig. Aber was war natürlich, viele versuchen auch dann in der Familie zum Beispiel, der Familie alle zu Christen zu machen, was sehr, sehr schwierig ist. Selbst Jesus hatte da seine Schwierigkeiten damit und deswegen steht ja auch in der Bibel, in seiner Heimatstadt ist es am schwersten, Wunder zu tun. Hat Jesus auch Probleme gehabt, da Wunder zu tun, weil die Leute kennen einen, wie man früher ist. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel antanze zu einem meiner besten Freunde und sage, so, ich habe jetzt zu Jesus gefunden, der wird mich wahrscheinlich erstmal auslachen und denken, ja. Hat da zu viel Drogen genommen oder was weiß ich. Jetzt ist er endgültig. Die meisten Menschen, die man kennt, auch aus der Familie, die können das nicht sehen oder wollen das dann auch nicht einsehen, dass man wirklich zu einem anderen Mensch geworden ist, dass Gott zu einem anderen Mensch, einen zu einem anderen Mensch gemacht hat. Aber davon darf man sich nicht irritieren lassen. Wenn es in der Familie dann halt nicht klappt, versucht es auf andere Art. Versucht andere Menschen, vielleicht einfach auch mal wildfremde Menschen oder wenn ihr Obdachlosen helft, könnt ihr denen davon erzählen, ist auch eine gute Idee. Lasst einfach eure Kreativität freien Lauf, wie ihr das macht oder wartet vielleicht darauf, dass Gott euch das eingibt. Aber man sollte nicht immer warten. Also es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich bin jetzt gerade noch erst frisch, ich bin noch nicht genug gefestigt. Aber man kann trotzdem den Leuten schon zum Beispiel per Video erzählen, wie man zu Gott gefunden hat. Auch wenn man meint, man ist noch nicht, aber ist noch nicht so weit. Aber man kann so früh wie möglich anfangen, Leute auch zu Jesus zu führen. Dazu muss man jetzt nicht die ganze Bibel perfekt verstehen. Das muss nicht unbedingt so sein. Klar wird man vielleicht nachher, sehr wahrscheinlich nachher besser und Gott wird einem mehr Erkenntnis geben und man versteht viel mehr Dinge und dann kann man den Leuten das auch besser darlegen, die ganze Sache. Ja, das wollte ich dazu sagen. So viel zu meinem heutigen Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Passt auf euch auf und seid gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.